So, es geht hier einmal um die Restauration der Außenrotation an der rechten Hüftseite. Dafür legst du dich hin. Du brauchst eine Foam Roll. Die kommt ans Fußende. In der Ausgangsposition liegst du flach auf dem Rücken, Kinn zur Brust. Und das ist jetzt ganz wichtig. Einmal auf der rechten Seite nur die Ferse in die Rolle und auf der gleichen Beinseite die Handfläche mit der Innenseite zur Körpermitte über die Schulter nach oben gestreckt. Jetzt passiert Folgendes. Über die Nase atmest du ein und in dieser Phase hebt sich der Brustkorb an. Und beim Ausatmen wandert die Luft von der Brust runter in Richtung Hüfte und dann Fokus auf das, was mit dem Becken passiert. Das Becken kippt, also maximal die Luft draußen lassen. Mit der gegenüberliegenden Hand kannst du am Boden stabilisieren und dann hältst du diese Position frei über das eine Bein gelagert über die Ferse. Dann solltest du auch vornehmlich die Oberschenkelrückseite und das Gesäß spüren. Die Hüfte bleibt immer kippt und im Zeitraum arbeitest du an 5 Atemzügen. Sieht so aus. Bei jedem Ausatmen nochmal nachkippen mit dem Becken. Vornehmlich Rückseite, Gesäß unter Spannung, Unterrücken bleibt am Boden, Becken kippt. Viel Spaß.